Unverkennbar, es ist wieder Zeit für eine Neckbreakers-Show. Tja, das Chaos wurde von niemandem bemerkt. Ich habe wunderbarst reagiert, habe ich gerade von meinen Studiogästen erfahren. Ich möchte herzlich willkommen heißen, die Band Prometheus, namentlich Waldo, Marc und Gernot. Dankeschön. Junge, lauter. Und Gernot. Jawohl. Wir haben zwar unsere Stimmübungen gerade absolviert, aber da war stecken geblieben im Hals. Meine Herren, ihr habt zwar kein ganz neues, aber auch kein ganz altes Album mitgebracht. Ja, das Album heißt Endless. Und da werden wir jetzt gleich mal reinhören. Für ja. Die Leute, die euch nicht kennen, damit wir gleich mal einen Eindruck haben. Der Song heißt Helltrain. Was uns hier erwartet. Helltrain vom Album Endless. Endless. Prometheus mit dem aktuellen Album Endless und dem Song Helltrain. Helltrain. Jetzt habe ich gleich mal eine blöde Frage. Endless. Ich weiß von deiner Bio, dass du das als Solo-Projekt gestartet hast. Genau so war es, ja. Endless, hattest du Bedeutung dazu? Oder? Nicht wirklich. Also der Albumname Endless kommt davon, dass ich halt, beziehungsweise so wie es jeder Mensch erlebt, immer wieder Dinge wiederholen, die einen auf die Nerven gehen können oder die einen halt beschäftigen. Das ja. Ist halt quasi dieses Endless-Thema, ja, nennen wir es mal so. Ja, und deswegen dieser Albumtitel. Und seit dem letzten Album, also seit dem Endless-Album, haben Gernot und Marc natürlich mitgeschrieben. Das wäre gleich meine nächste Frage gewesen. Ja. Ihr seid dann dazu gestoßen und ihr habt dann angefangen, gemeinsam die Songs zu schreiben. Das ist richtig. Also ursprünglich war das in Waldo sein Solo-Projekt und wir sind dann eigentlich zuerst mehr oder weniger als Live-Band mit eingestiegen. Mhm. Aber das ist so dermaßen gut gelaufen zwischen uns, dass wir gesagt haben, nein, wir machen das, wir schreiben jetzt auch gemeinsam Songs und das wird auch weiterhin jetzt so, also das wollen wir jetzt ganz machen cool. Auch. Wie war das am Anfang, das Feeling? Ich meine, so Solo-Projekt und dann Leute, die das nur live spielen, ist man damit zufrieden als Musiker oder ist das für dann nicht was? Ja, es war interessant, die Nummern sind ja schon fertig gewesen, ne? Ja. Mehr oder weniger. Und es war dann ein bisschen mit arrangieren, schon für live, mit auch dabei. Aber wenn die Songs fertig sind, dann spielst du es halt, man muss es halt interpretieren. Ne? Nicht nur komponieren, sondern interpretieren ist da sein Reiz. Na, ist klar, ja, ist klar. Vor allem mit den zwei Jungs kann nichts schief gehen. Also, ja, wenn man sich zusammenfindet und es passt. Ja, die Chemie passt halt extrem. Das ist ganz wichtig. Ja. Finde ich sehr gut. Nein, es ist interessant, dieser Werdegang von Solo und nur live zu einer Band wirklich zusammengeschmolzen. Nein, es ist funktioniert. Definitiv, ja. Zusammengeschmolzen ist, glaube ich, ziemlich gut. Feine Sache, schöne Sache. Hat sich da jetzt was grundlegend am Sound bei euch verändert, dadurch, dass ihr das jetzt gemeinsam schreibt? So, ich meine, es bringt ja jeder seine Einflüsse rein. Nicht? Also? Also, am Sound geändert nicht wirklich, würde ich behaupten, weil wir, also ich und Waldo, spielen ja schon seit einigen Jahren in diversen Formationen zusammen. Genau. Altbekannte Gesichter. Ja, genau. Und ich glaube, dass Marc und ich sehr genau gewusst haben, um was dem Waldo eigentlich geht dabei. Mhm. Und dementsprechend auch umgesetzt, wie Marc ja schon gesagt hat. Also es hat sich da ein bisschen reingewachsen. Genau. Ja, und sehr gut. Ziemlich schnell. Also das ist fein. Uns ist sehr schnell bewusst geworden, um was Prometheus eigentlich geht. Cool. Naja, das heißt, der Weg in die Zukunft ist eigentlich schon vorgeebnet. Ich schätze mal, ich arbeite schon fleißig am nächsten Album. Ja, voll. Absolut. Also wir waren jetzt eine Woche lang unterwegs und haben, also unterwegs, wir haben uns eingesperrt. Auf einer Alm. Genau. Wirklich? In der Südsteiermark. Hey. War sehr schön, vor allem sehr viel gegessen haben wir dort. Also wir haben uns selber bekocht und so. Super. Und halt Songs geschrieben, es ist halt einiges rausgekommen und... Ja, jetzt haben wir halt vor, dass wir spätestens nächsten Herbst ins Studio gehen werden. Also, okay. Und das halt. Jetzt habe ich eine ganz depperte Frage gehabt. Seid ihr auf Luft hingefahren, auf wir machen das jetzt, oder habt ihr Material eingepackt? Also das heißt, rohe Riffs, Ideen für Texte, was auch immer? Wenig bis kaum eigentlich. Das meiste ist schon dort oben auch entstanden. Finde ich super. In Kooperation, also
Und das aber es ist auch, genau darauf hingezielt. Es ist auch rundgelaufen bei euch anscheinend. Absolut, ja. Was jetzt gemacht, wenn es nicht rund läuft? Das ist nämlich das, mich interessiert das immer, weil das Risiko eher da ist, dass dann, wie soll ich sagen, du eine Woche im Suff auf der Hütte verbringst. Nein, das war schon ein bisschen ein Test für uns. Ja. Ja, absolut. Die Woche auf der Alm, das war definitiv ein Test für uns. Mhm. Also der Waldo und der Gernot kennen sich schon seit langer Zeit, aber ich bin da erst im Jahr 2011 oder 2010 dazu gestoßen. Okay. Ja, 20 also eigentlich erst vor kurzem. Mhm. Ja. Ich bin noch nicht aus Wien oder so, ich bin erst vor ein paar Jahren dahergezogen. Ah, okay. Und ja, also wir sind Faden verloren, Gernot. Im Grunde genommen haben wir dort am Album skizziert. Ja. Und haben die Grundideen aufgenommen, um sie weiter zu bearbeiten. Ja. Und auch, wie ist es, wenn man mit sozusagen den anderen zweien 24 Stunden zusammensitzt. Ja, wie ist das so? Das ist auch ein Test. Wenn du sagst, du willst einmal irgendwie um ein Dumm fahren und hier und da Gigs spielen, musst du auch miteinander rauskommen. Ist richtig, ja. Ja, es hat sehr gefruchtet, ja. Und sie hat sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Fein. Ja, na du, dann lausch mal kurz einmal in die nächste Nummer rein mit dem Songtitel. Bitte, jetzt kann wieder einer von euch ansagen. Social Bleeding. Social Bleeding vom Album Endless. Jawohl, das ist aber nicht auf der Alm entstanden. Nein. Das ist schon vorher entstanden. Das ist vorher entstanden, ja. Fein. Naja, wie geht's weiter jetzt mit dem Material, das ihr da gesammelt habt? Das heißt, jetzt wird im Studio gearbeitet oder? Zu Hause, im Proberaum, im Studio, wenn es geht. Dann das Ganze finalisieren. Alles finalisieren, genau. Ja. Okay. Aber zuerst mal natürlich einmal fertig komponieren, auskomponieren. Und fertig arrangieren. Das sind jetzt mal die Schritte bis zum Sommer. Ja. Bis zum nächsten. Ihr habt ja nicht komplizierte Aufbauten der Songs, sondern eher sehr, sehr breit gefächerte und sehr interessant gestaltete. Ich habe da nämlich eine lustige Definition von eurem Sound gefunden. Soundtrack Metal. Ja, Soundtrack Metal. Steht sie da noch immer dazu oder war das irgendwann einmal eine Aussage von jemandem, wo man sagt, naja, ja, weiß nicht, ob das jetzt noch immer so ist. Also, eigentlich stehen wir nach wie vor dahinter. Mhm. Muss aber auch dazu sagen, dass Soundtrack Metal sehr wohl ein Mittel zum Zweck war. Ja, also das war mal prinzipiell die Frage, wir haben gewusst, wir müssen da und dort mit Zeitschriften irgendwie das, was reinkommt, dass sich die Leute ein Bild davon machen können. Mhm. Ja. Und Stichwort Bild haben wir uns halt gedacht in dem Moment, dass bei den Songs selbst eigentlich sich sehr viele Bilder bei uns innerlich abspielen. Mhm. Also ein bisschen ein Film rennt, haben wir dann irgendwann, und das war dann das Stichwort, dann haben wir gesagt, naja, nehmen wir Soundtrack Metal. Ja. Dann haben wir gewusst, das wird polarisieren. Ja. Polarisieren ist immer gut. Ist richtig, da wird drüber geredet. Das heißt, also das im weitesten Sinne ist es Metal. Genau. Ja. Und ist richtig, ist ja. Na gut, ja. Prinzipiell weder zu einfach noch zu kompliziert, es ist so... Mhm. Nein, ich finde es interessant, aber das Endless-Album sehr sphärisch und das hat zu dem Titel sicherlich, zu dem Soundtrack Metal, zu der Bezeichnung sicherlich beigetragen. Ich finde das extrem treffend sogar. Das ist eine wunderbare Idee. Manche finden es total treffend, manche sagen, können damit überhaupt nichts anfangen. Naja, klar. Du, aber ich meine, schön ist, dass die Leute drüber reden. Ja. So ist es, genau. Ja. Aber wenn man zu sehr unterteilen, das, ich finde das ja immer so übertrieben, so diese Millionen Unterteilungen von Metal. Ja, es ist Metal. So ist es. Punkt. Du weißt ungefähr, in was für Richtung das geht und was du es anhörst und es gefällt dir. Hurra, was brauche ich dann eine Definition, wie das jetzt heißen soll. Nein, finde ich ausgezeichnet. Gut, das heißt, bald Studio oder wann ist der Plan? Können wir jetzt noch nicht wirklich oder wollen wir eigentlich noch nicht eingrenzen? Aber wie gesagt, Studio ist im Herbst geplant und
alles, was sonst noch rundherum um ein Album zu tun ist, dauert seine Zeit. Das heißt, ob wir es jetzt schaffen bis zum Ende nächsten Jahres, lassen wir eigentlich noch offen. Aber wir wollen eigentlich zügig mit dem nächsten Album präsent sein. Ja, ist klar. Mit Video und so weiter natürlich auch. Also das ist auch geplant. Sehr gut. So. Ja, ist klar. Ja, heutzutage ohne Video ist, braucht man schon richtig für YouTube. Wir haben natürlich auf unserer Seite, auf der YouTube-Seite, unter Mr. Prometheus Forever. Bitte, ja, muss man natürlich auch sagen, die Homepages. Webisoden gemacht. Webisoden? Ja, genau. Von euch so im Studio? Oder? Einfach von unseren Konzerten, wo wir waren und von unterwegs und was wir halt so erleben mit anderen Bands auch und so weiter. Das 5 Minuten Prometheus Backstage. Genau. Sehr gut. Pro Episode. Ja. The Big Family. Das ist eine gute Idee. Ja. Sollte man sich anschauen. Macht fürchterlich Spaß und wir machen das halt gern. Ja, das kann ich mir vorstellen. Zensiert oder eher nicht? Sagt es ungeschminkt. 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 Immer ungeschminkt, natürlich. Zensiert wird da gar nichts. Nein, gar nichts. Das wissen ja wiederum alle nicht. Ich bin ja heute, ich weiß nicht, ob ich mir einen Hexenschuss eingefangen habe oder so. Ich komme mir vor wie ein 80-jähriger alter Mann. Ich kann mich nicht einmal gescheit bucken. Geschweige denn aufstehen. Und wenn ich mir das vergieße und mit einem Umdraht, tut mir alles weh. Ich suche da gleich nur mehr. So, wir haben noch geplant, noch einen Song von euch zu spielen. Ja. Aber zuerst würde ich gerne wissen, die nächsten Shows. Die nächste Show ist im Dezember und zwar am 14. 14. Dezember? Ja, das ist ein Samstag. Mhm. Das ist geplant im Bach. Ja. Das organisieren wir selber. Okay. Und das Ganze läuft unter dem Namen Stay Heavy Volume 1. Okay. Da spielen Bands auch, und zwar Lowbauer, dann Severia und Inira. Ah, sehr leibende Bands. Ja. Und ja, freuen uns schon sehr, sehr drauf. Das heißt, es lässt vermuten, ihr plant auch ein Volume 2 oder mehr? Ja, wahrscheinlich dann nächstes Jahr. Okay. Ich denke schon, dass das passieren wird. Lasst euch noch offen. Ja. Okay. Also 14. Dezember im Bach. Im Bach, ja. Gibt es da schon neue Song zum Hören oder ist das dann noch altbekanntes Programm? Ich würde sagen, die Leute nicht? Sollen sich überraschen lassen. Ah, okay. Gut. Also ja. Altbekannt. Wir spielen eher als 2 Alben. Also das ist eh ordentlich. Ah, ja. Wir haben noch einen weiteren Gig, den ich anpreisen möchte. Ja. Und zwar, wir spielen am 2.1. Am 1.2. war das, Entschuldigung, verwechseln Sie immer, im Wörgl, in Komma, mit Relinquished, auch eine sehr leibende Band. Und dann ist am 8.3. die All Austrian Metal Night. Ah, 10 Jahre, sehr gut. Sind wir auch dabei. Ausgezeichnet. Ja. Also bitte, die Damen und Herren, an den Radios natürlich, auf Facebook kann man sie schlau machen, auf Dauer stehen ja hoffentlich eure Termine drauf. Die stehen drauf, ja. Das ist nicht so wie die faulen Bands, die das nicht einschreiben. Nein, es steht sogar direkt drauf, also das ist die Page-Guess, hast du das dann gleich. Sehr gut. Passt. Na, welchen Song dürfen wir uns jetzt noch zu Gemüte führen? Chaos Remains. Prometheus, Jungs, ich bedanke mich herzlich für euren Besuch. Gerne. Es war mir höchste Freude. Danke für die Einladung. Aber gerne, jederzeit wieder, bitte unbedingt. Nächstes Jahr mit einem neuen Album. Machen wir auf jeden Fall. Ja. Und Video. Ja. Taucht ihr hier wieder auf. Auf jeden Fall. Unbedingt. Jetzt haben wir das natürlich irgendwie versemmelt, die Sache mit dem Cover. Ja. Weil ich da vorher das Cover in der Hand hatte, ich muss es mal ganz kurz beschreiben, es ist im Äußeren recht spartanisch in Weiß gehalten und drinnen ist ein wunderbares Farbgemälde. Ja. Das aber jetzt, ja. Ja. Das aber jetzt im Sinne von, wie soll ich sagen, nicht experimentell, sondern eher expressionistisch angehaucht ist in meinen Augen. Ja, es passt einfach zum Albumtitel. Also das Gemälde ist gemalt vom Bruno Lienherr. Schöne Grüße gleich einmal. Man verliert sich da drin einfach und das passt halt zu Endless. Man sieht sehr viele Dinge und es beschäftigt einen, finde ich halt, wenn man es sich anschaut. Ist richtig, ja? Ja. Ist fein. Habt ihr bewusst keine Texte drinnen oder so? Ja, damit man sich halt dann was vorstellen kann drunter. Auch selber. Sehr fein. Also wir haben die CD selbst eigentlich auch nur gemacht. In Wirklichkeit für die Fans.
Ja. Weil unser primärer Vertriebskanal ist das Internet. Ja. Okay. Ja. Das heißt, Downloads gibt es mehr oder weniger überall, wo man weltweit will. Das ist natürlich auch nicht schlecht zum Wissen für alle. Das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt das Album in CD-Form sich besorgen, man kann es auch ganz normal überall downloaden. Aber man kann natürlich auch zu unseren Konzerten kommen. Was natürlich besser wäre, natürlich. Direkt bei uns erstehen. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn dann lernen wir euch persönlich kennen. Das wäre natürlich überhaupt das Beste. Vor allem, ich bin ja Befürworter vom CD-Kauf, eigentlich sogar noch vom Plattenkauf. Mhm. Die Dinge, es ist ja einfach schöner, wenn man was in der Hand hat, als ein Pfeil, das in den Weiten des Rechners einfach irgendwo verschwindet und vernachlässigt wird. Nein, das geht überhaupt nicht. Aber man darf es nicht außer Acht lassen, man braucht das heutzutage. Ja, Jungs, nochmal vielleicht eure, in dem Sinne gleich eure Kontaktdaten. Wollten wir noch ja, genau. Facebook.com/Prometheus, der Band. Und YouTube.com, Mr. Prometheus Forever. Ganz wichtig, da ist ja auch eure das sind unsere, genau, unsere Webisoden sind. Ja genau, das werden wir heute natürlich gleich reinziehen. Ich bin sehr gespannt, muss ich gestehen. Jungs, es war mir eine große Freude. Vielen Dank, dass du da. Aber gerne. Einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Viert euch. Orange 94.0, das Freiradio in Wien.